Und hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Battlefield 5 News Video. Und ja, wie ihr es schon im Titel gelesen habt, beziehungsweise gesehen habt, auch viel oft überall und gehört habt, Battlefield 5 ist tot, beziehungsweise es hält keinen Support mehr nach einem Update jetzt nur noch. Wir alle wissen, es wird mindestens noch zwei Updates geben oder so, allein wegen Bugs. Also ich hatte erst letzte Woche einen Bug, da ist sogar von einem Gegner bei den Salomoneninseln eine Granate im Boden verbuggt. Moin. Also ja, es gibt noch einige Sachen eigentlich zu tun. Dennoch hat sich EA und DICE dazu entschieden, Battlefield 5 Support einzustellen nach Juni. Also das letzte Update wird im Juni erscheinen und es wird, ja, wir alle vermuten, ein großes Update sein. Und wir alle hoffen sehr stark darauf, dass alles, was geleakt wurde, was geteased wurde mit Battlefield 5 Sachen, die in-game gefunden wurden, dass die alle noch reinkommen mit diesem Update, bis dahin reingekommen sind. Das hoffen wir alle. Und wir alle sind sehr zuversichtlich, dass Season 7 ja, eine gute Season wird. Nein, Spaß, es wird nämlich keine Season 7 geben mehr. Es wird eigentlich laut EA nur noch Season 6 geben und danach ist dann ein Break, danach ist Schluss, Ende mit Support halt, wie gesagt. Und uns alle ist natürlich ganz mulmig bei diesem Wort. Battlefield 5 ist tot. Tot, das passt einfach nicht so zu dem Game, der es eigentlich schon gut gespielt wird und eigentlich auch recht Bock macht. Dennoch hat es, wie sie zugegeben haben, ein Cheater-Problem und pipapo, was man halt kennt, aber in erster Linie, es hört sich wirklich doof an und es ist auch irgendwie unnachvollziehbar ein bisschen, da die Community zum Teil hinter dem Game steht. Dennoch hat EA begründet es damit, dass die Community halt auf Shitstorm geschirmt hat gegen das. Dazu muss man sagen, sie sind selber dran schuld. Sie hatten die Updates nicht gut hinbekommen und sie hatten leider auch nicht, was man dazu sagen muss, ja, sie haben leider auch nicht es hinbekommen, den Content, die Community sich wünschte, endlich rauszuhauen. Sie haben sogar angeteased die russische Front und so wollen sie raushauen. Sie haben gesagt, sie wollen das Game 3 Jahre supporten. Sie haben es 2,5 supported. Also, ja, ihr wisst wohl alle, worauf ich hinaus will. Es ist irgendwie ein bisschen sehr komisch. Sie sagen, sie wollen sich jetzt auf das nächste Battlefield nächstes Jahr konzentrieren. Dabei haben sie gesagt, sie wollen es erst übernächstes Jahr rausbringen oder übernächstes Jahr. Alle wissen nicht mehr, was sie glauben sollen, aber wir können glauben, dass der Support eingestellt wird für Battlefield 5 ab Juni und Ende Juni wahrscheinlich dann, nicht Anfang Juni, denke ich mal. Deswegen, ja, etwas sehr traurig. Was wird uns in diesem Update erwarten? Es wird uns definitiv eine neue Karte erwarten, die haben wir schon angeteased bekommen. Und ja, nicht nur das wird uns erwarten, es werden uns noch einige neue Waffen erwarten. Wir wissen nicht, für welche Seite, für wen, sonst was wissen wir nicht. Wir wissen nur, es wird das letzte Update sein mit den letzten neuen Sachen. Ja, es werden alle vermuten, es werden 2, 3 Sachen sein, die da kommen. Aber abwarten, ob da noch 2, 3 Maps rauskommen. Das meine ich eigentlich. Und ja, alles ein bisschen sehr komisch, alles ein bisschen mysteriös, warum das jetzt alles so auf Teufel komm raus gemacht wurde. Wir alle wussten ja, dass der Support momentan irgendwie so richtig abgeflacht wurde. Da ist nichts mehr dahinter gewesen. Und wenn man sich so mal anguckt, ne, nach dem Pazifik-DLC, was rausgekommen ist, in Anführungsstrichen DLC, ja, waren allen klar, dachten sich so alle, yo, Alter, das Game haut jetzt noch richtig einen raus. Also bei diesem Game wird nochmal richtig was rausgehauen, ne. Der Pazifikkrieg ist so gut angekommen, die Leute haben das gesuchtet, die suchten es heute immer noch. Es ist immer noch, wenn man Battlefield 5 startet, dann Multiplayer geht, Pazifikkrieg, Eroberung, Durchbruch ist das Erste, was dir da ins Auge springt von der Spieler, Favoriten. Und ja, mehr kann man nicht sagen, außer echt ein bisschen sehr traurig, dass sie den Support einstellen. In einem Game, was so viel Potenzial hat, wie gesagt, viele Sachen, die in Game-Files waren, die nie veröffentlicht wurden, warum auch immer, weil sie wahrscheinlich wieder Angst hatten, dass da wieder Bugs sind, zu viele, was man nachvollziehen kann, aber ich sag mal so, lieber rausgehauen als zurückgehalten und nicht gekonnt am Ende, ne?
Ist leider so, aber naja. Und ja, was wird uns erwarten nach Battlefield 5? Wir wissen nicht, was nächstes Jahr rauskommen wird, denn nächstes Jahr wollen sie ja das neue Battlefield raushauen. Deswegen wollen sie ihre Kräfte von Battlefield 5 endgültig abziehen auf Battlefield 6 oder wie es auch immer heißen wird. Es kursieren viele Gerüchte drum. Ja, ich persönlich bin ein Befürworter für den Vietnamkrieg, ehrlich gesagt. Ich würde mir auch lieber wünschen, dass sowas mit Vietnam lieber reinkommt als irgendwas anderes. Ich würde mir vielleicht noch sogar wünschen, Vietnam-Korea wäre nicht schlecht, ne? Und ja, bin ich mal gespannt, wie das sein wird dann. Gerade da EA ja und da ist die, wo Nummer 1 Spiele-Publisher sind für halt Flugzeuge, für Flugzeugfights, was sie leider auch in Battlefield 5 nicht richtig umgesetzt haben. Wie gesagt, dieser Flugzeugjäger Modus, den wünsche ich mir immer noch, seit Battlefield 1 nicht mehr so gut gespielt wird in diesem Modus. Und ja, was will man noch sagen, außer Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Tag noch. Leider sind es traurige News, leider sind es traurige Informationen. Ich hoffe dennoch, es hat euch gefallen, das Video. Wenn ja, dann lasst bitte ein Like da, lasst auch bitte ein Abo da, damit ihr auf dem neuesten Stand bleibt, was noch rauskommen wird dieses Jahr für Battlefield 5. Und ja, nochmal zu dem Ende von Battlefield 5, es wurde auch mehrfach, nur um es wirklich nochmal zu manifestieren, bestätigt von den Entwicklern vom offiziellen Account nochmal von Battlefield, dass das Game abgeschaltet wird, also der Support abgeschaltet wird für das Game, sorry, in, ja, nach Juni. Und ja, so ist die Lage. Ich wünsche euch wirklich noch einen schönen Tag. Jetzt ist er wahrscheinlich nicht mehr so schön nach diesem Video. Aber dennoch wünsche ich euch viel Spaß mit Battlefield 5. Und wer weiß, vielleicht, wenn die Community nochmal richtig suchtet, vielleicht entscheidet sich doch EA nochmal dazu, das Game zu supporten, wenn auf einmal die komplette Community wieder am Start ist. Aber naja, Leute, würde ich sagen, haut rein, habt einen schönen Tag, schönen Abend und wir sehen uns dann im nächsten Video, im nächsten Livestream. Bis dahin, haut rein, ciao.